Werden Sie jetzt Abonnent auf Wikisana. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zu unserem Fachgespräch zum Format Kolloquium. Ich begrüße heute spannende Gäste und Experten zum Thema, was wäre, wenn unser Denkmodell von Viren und Bakterien falsch ist? Spannende Frage aus meiner Sicht, und meine Experten heute sind oder meine Gäste Dr. Anne-Katharina Zschokke, Professor Thomas Petschner, Peert Seebergs und Lothar Hirneise. Bleiben Sie dran, es wird spannend. So, herzlich willkommen hier nochmal auch in die Runde. Schön, dass ihr da seid bei mir zu dem spannenden Thema, das jetzt nicht nur aus der Aktualität spannend ist, sondern Viren und Bakterien beschäftigen uns ja schon unser Leben lang. Damit haben wir schon unser Leben lang zu tun, und vor allen Dingen, sie waren ja schon vor uns da, also vor uns Menschen. Und deshalb ist es heute mal interessant, sich anzuschauen, wie gehen wir denn mit diesen Dingen um. Und als erstes möchte ich gerne meine Frage richten an die Expertin für Bakterienheilkunde. Spontan kommt mir in den Sinn, dass wir einfach immer versuchen, ein viren- und bakterienfreies Umfeld zu schaffen. Warum kann das problematisch sein? Ja, interessant ist ja, warum sind wir überhaupt auf die Idee gekommen? Weil das ja eine immense Diskrepanz ist, sozusagen eine kognitive Dissonanz dazwischen, dass man weiß, Bakterien sind lebensnotwendig und wir brauchen sie. Wir haben ganz viele, die ganze Erde ist voll davon. Und wir sind ständig bestrebt, sie zu beseitigen. Wo kommt es eigentlich her? Und es war tatsächlich im 19. Jahrhundert, als die Mikroskopie sich verbesserte und man also erstmals durch stärkere Linsen die Bakterien wieder sehen konnte. Zuvor war es Antoni von Leeuwenhoek, aber der hat das Geheimnis seiner Linsenschleifkunst mit ins Grab genommen, weil er nicht wollte, dass das einfach nur so für Ruhm und Ehre missbraucht wird. Das hatte er erlebt. Ja, und dann im 19. Jahrhundert hat man dann stärkere Mikroskope, sieht jetzt auf einmal diese Bakterien. Und dann kamen verschiedene Dinge zusammen. Das eine war der Zeitgeist an sich. Der Zeitgeist war ein Geist, wo man aufs Bekämpfen aus war. Das ging auf Charles Darwin eigentlich zwar nicht direkt zurück, aber wurde von ihm maßgeblich dann verstärkt, dass er sagte, wir brauchen einen Kampf zum Überleben, der Kampf ums Dasein, und es muss zerstört werden, damit man, also das eine muss zerstört werden, damit das andere leben kann. Das war das eine, dann gab es viele Kriege, und ganz entscheidend war, dass die Forscher, die damals dann tatsächlich real durchs Mikroskop schauten, Ärzte an den führenden Kliniken waren, und es waren dazu mal die Militärkrankenhäuser. Und da hat man sofort das kriegerische Denken, was man als Soldat studiert hatte. Da ist der Feind, und hier ist das gute Land, und da ist das böse Land, da ist eine Grenze, und ich brauche eine Abwehr gegen die Angreifer. Das hat man schlicht und einfach auf die armen, unsichtbaren Mikroben projiziert. Und man war tatsächlich der Ansicht, es ist ja eine ziemlich arrogante Vorstellung, der Mensch sei steril, steril sei gesund, das glauben ja heute noch viele. Und alles, was an Bakterien existiert, greift einen an, und deshalb muss man sich verteidigen. Dann hat man das Immunsystem entdeckt. Ah, da haben wir jetzt die Verteidigungsfront mit der Guerillatruppe, die diese bösen Angreifer auch killen kann. Und in diesem Modell hängen viele Menschen tatsächlich noch drin. Das ist sozusagen die Phase 1 des Denkmodells. Die ein bisschen fortschrittlicheren Menschen, die sind dann drauf gekommen, ja, es gibt ja aber auch noch gute. Die sind im Joghurt, im Darm und im Boden. Das wird dann so gesagt. Das mit dem Joghurt kommt aus der Zeit, wo Elias Metchnikoff, der Nachfolger von Louis Pasteur in Paris war, drauf gekommen hat, dass das mit der Sterilität und dem Körper nicht so ganz zutreffend ist. Da hat man nämlich 10 Jahre lang versucht, den Darm zu desinfizieren, weil ja die bösen Bakterien da drin waren. Ja, wirklich, du guckst mich so an. Ja, die das Leben verkürzen und Schmarotzer sind, und deshalb müssen die weg. Also 10 Jahre lang mit Quecksilbersalzen, mit Naphthalin und Carbol, also richtig mit Desinfektionsmitteln, die Menschen traktiert, und es hat nicht funktioniert. Metchnikoff kam aus Bulgarien und ist dann durch bestimmte Umstände, das steht in meinen Büchern dann detaillierter drin, drauf gekommen, dass Sauermilch doch dazu führt, dass Menschen in Bulgarien lange leben. Also das mit den Bakterien, das passte dann nicht zusammen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn Bulgarien die Menschen so lange leben, dann muss das an der Sauermilch gelegen haben, die sie getrunken haben. So wurde der Joghurt berühmt.
Und dann war der erste Joghurt in der Apotheke in Südfrankreich, in Südspanien, der vertrieben wurde. Der Apotheker hatte einen Sohn namens Dennis und daraus entstand dann Danone zum Beispiel. Also es ist auch kulturhistorisch ganz interessant. Also und deshalb sagt man heute, nach dem Antibiotikum sollte man Joghurt essen. Also aber dieses Menschenbild, der Mensch ist steril, gesund, das ist ja heute noch in den Köpfen drin. Und die Variante 2, es gibt Gute und Böse, das ist so die zweite Stufe, das ist ein bisschen fortschrittlich, dann teilt man die Bakterien in Gute und Böse ein. Und beides ist nicht zutreffend, weil Bakterien können ja nicht gut und böse sein. Wie sollen die das machen? Das ist eine Bezeichnung für eine moralische Instanz. Das kann nur der Mensch, der die Freiheit hat. Bakterien sind einfach, die dienen den Umständen. Also von daher ist diese Frage ja provokativ und ich kann natürlich nur sagen, dass das Denkmodell ist ziemlich daneben. Also anders positiv ausgedrückt, es täte uns gut, wenn wir unser Denkmodell bezüglich Bakterien und Viren und Pilzen und Protozoen anpassen würden an die Forschung, die wir jetzt die letzten 15 Jahre speziell mit der Mikrobiomforschung haben, die ja zeigt, dass diese ganzen Bakterien wie so ein Organ in uns sind, den Körper als gesamtes Organ gestalten mit den ganzen eigenen, mit den Leberbakterien, mit den Gallebakterien, mit den Lungebakterien, Magenbakterien, meine lieben Freunde, Helicobacter. Ne, die. Und dass wir dahin kommen, den Menschen zu verstehen als ein Mitlebewesen über die Bakterien mit der Umwelt, mit der Erde. Die Erde hat Bakterien, die Vögel haben Bakterien, die Blumen, der Mensch. Dadurch sind wir auch ständig im Austausch und verbunden. Also das angemessene Menschenbild ist in meinen Augen das Bild eines Fließgleichgewichtes. Wir haben unser Mikrobiom und wir nehmen ständig Bakterien auf und geben ab. Und das ist so diese Gleichzeitigkeit von Bestand und Auf- und Abnahme. Ja, es ist ja aus meiner Sicht sowieso irrig, eine Annahme, dass wir uns grundsätzlich von jeglichen Bakterien oder Viren abschirmen könnten. Wie soll denn das funktionieren? Ne? Also alleine wenn... Geht nicht. Geht nein. Nicht. Ne? Nein. Also diese Einschätzung in Gut und Böse hat man wahrscheinlich oder hat man vorgenommen, weil die einen eben etwas mit unserem Körper verursachen, was nicht wünschenswert ist, oder? Ja, wir Menschen neigen dazu, unsere eigenen Denkvorgänge aus dem Menschsein auf unsichtbare Lebewesen zu projizieren. Das war dann früher der Teufel, den konnte man auch nicht sehen. Dann war der alles schuld. Dann ging nahtlos in die Bakterien über. Es gibt Hustensaft, wo so Teufelsfratzen von den Kindern eingedrückt werden sollen, ne, für die Bakterien. Also da ging so diese Projektion des eigenen menschlichen, moralischen, ging nahtlos von den mittelalterlichen Vorstellungen auf die Bakterien über. Und es ist ja auch so einfach, dann sind die gut und die sind bös und die Guten werden mit Probiotika gefüttert, die Bösen werden mit Antibiotika bekämpft, dann ist das Leben einfach. Aber Leben ist differenziert, es ist nicht so einfach. Heute weiß man, dass alle Bakterien die Fähigkeit haben, sich momentan zu verändern. Und das Modell, dass es da Krankheitserreger gibt, das geht ja eigentlich auf die Forschung dahingehend zurück, dass Louis Pasteur die Gärungswege entwickelt hat. Also man wusste, er hat sich viel mit Wein und Bier beschäftigt. Man wusste nicht, warum diese Gärung stattfindet. Und er war derjenige, der gesagt hat, aha, da sind Bakterien, die hat man auch anders genannt, aber die verursachen die Gärung. Milchsäurebakterien, Milchsäuregärung. Also eigentlich hat man die Gärung gehabt und die Bakterien dann nach dem benannt, wie der Mensch die brauchen kann. Essigsäuregärung machen dann, die nennen wir dann Essigsäurebildende Bakterien. Und dann war es naheliegend zu sagen, wenn die Gärung so funktioniert, eine Bakterie macht diese Gärung, eine Bakterie macht jene Gärung, dann könnte ja auch Tuberkulose von dieser Bakterie und Lungenentzündung von jener Bakterie sein. Das war ein Analogschluss aus diesem lineal-kausalen Denken. Und immer wenn wir so linear unterwegs sind, dann verraten wir eigentlich die Komplexität des Lebendigen. Es ist eine Vereinfachung, das kann man dann leicht denken. Dann haut man auf die Bösen drauf. Die Guten fördert man und dann fühlt man sich richtig, fühlt man sich ordentlich. Das Dumme ist nur, dass man jetzt weiß, dass die Fähigkeit von Bakterien grenzenlos ist, sich an veränderte Lebensumstände anzupassen. Und dieselbe Mikrobe, meinetwegen jetzt da, also im Dünndarm, völlig harmlos sein kann. Und wenn die Lebensumstände sich ändern, ein Schalter sich im Genetischen umstellt, andere Gene abgelesen werden und dieselbe Salmonelle ist dann plötzlich Teil von Krankheitsgeschehen. Es gibt definitiv keine Krankheitserreger. Das ist ein Konzept, von dem wir uns vollständig verabschieden können. Es ist aber eine Herausforderung, weil das ganze medizinische Konzept beruht auf dieser Vorstellung, dass es da Krankheitserreger gibt. Aber wenn man es jetzt mikrobiologisch nach der neuen Mikrobiomforschung anguckt, gibt es die nicht mehr. Jede Mikrobe kann Teil eines Krankheitsgeschehens sein. Und es ist immer nicht nur eins.
Das Missverständnis ist, dass man jetzt Gesundheitserreger sucht. Immer noch in diesem alten Modell. Lactobacillus rhamnosus soll jetzt für Depressionen gut sein, Bacteroidetes für einen Reizdarm und so. Es funktioniert genauso wenig. Mhm. Also von daher ist es schön, dass wir über dieses Modell reden. Dann können wir dazu beitragen, dass wir das alle ein bisschen komplexer machen. Und Leben ist, Mikroben sind. Mikroben dienen dem Leben, was gerade ist. In grenzenloser 3,8 Milliarden mindestens Jahre alter Übung. Im Zusammenwirken mit den Zellen, immer in Kooperation, immer in Kommunikation mit untereinander, mit den Körperzellen, mit der Umgebung. Also es sind vernetzte Strukturen. Also ein kleines Universum in unserem physischen Körper, oder? Ja, eine Ebene des Universums. Mhm. Wir sind ja so ein Mittelding. Ja, Menschen sind keine Sterne und auch keine Mikroben, aber wir haben beides in uns. Wir sind ja die Krone der Schöpfung deshalb, weil wir von allem was haben, so Mittelwesen sozusagen. Mhm. Also Krone der Schöpfung sind, wenn alles im Gleichmaß in der Mitte ist, dann sind wir gut bei uns. Und du sagst jetzt auch, das Gleichmaß ist wichtig, also eine Balance. Und die Dosis macht das Gift, sagt man ja auch immer so schön. Das gilt in dem Fall dann auch für Ja, die tragische Bakterien. Situation, was die Bakterien und Viren anbelangt, ist, dass das Gleichgewicht zum Beispiel zwischen Bakterien und Viren wichtig ist im Körper. Und wenn ich befürchte, dass von dem einen zu wenig oder zu viel da sind, also ich befürchte, es gibt zu viel Viren, dann ist was muss man dann tun, um das Gleichgewicht wiederherzustellen? Also Bakterien, Viren im Gleichgewicht. Jetzt habe ich zu viele Viren, was muss ich dann tun? Die Viren bekämpfen wahrscheinlich, denke ich mir. Oder altes würde man altes, sehr, sehr klar, altes Weltbild. Klar, altes. Funktioniert ja sowieso. Wir sind ja beim alten Denkmodell. Ja, also Viren. Warum es falsch ist. Also desinfizieren ist jedenfalls mal nicht der richtige Weg, sondern Bakterien auffüttern. Ja. Das ist gleich wieder hergestellt. Ja. Okay. Also kann man sich jetzt mal dann mit den Händen in den Garten gehen und in der Erde wühlen, ist jetzt ein bisschen platt ausgedrückt. Ne? Aber es geht ums Gleichgewicht, weil die alle miteinander kommunizieren und ihren Bestand, also die Dichte und was sie alles tun, durch Kommunikation selbstständig regeln. Also Mikroben können das ohne uns eigentlich. Die wissen, was, ja, also Bakterien wissen ja permanent, was sie tun, ohne dass wir ihnen das sagen. Wir können sie eigentlich in der Regel immer nur stören. Und das tun wir leider viel zu viel. Mhm. Fängt mit Mundwasser an, antibakterielles Mundwasser, stört den gesamten Verdauungstrakt. Zahnpasta steht dann immer drauf, antibakteriell, wird besser verkauft, großrot beworben, fürchterlicher Plunder. Weil es stört das Zahnmikrobiom, dann hat man ein höheres Risiko zur Parodontitis. Also das Gleichgewicht heißt, eine hohe Vielfalt von dem, was in den Körper reingehört, einer angenehmen Kommunikation miteinander, dass man den nicht stört. Also ein dynamisches Gleichgewicht. Also ich sage mal, das ist wie so ein Mobile. Lauter verschiedene Gleichgewichte, die dann ineinander schwingen, miteinander. Ich will ja auch, wenn ich ein Schnitzel esse, Mikroben haben, die Schnitzel verdauen und dann esse ich Chia-Pudding. Dann brauche ich Mikroben, den Chia-Pudding verdauen. Das heißt, ich brauche eine hohe Artenvielfalt in mir, damit ich für alles bereit bin, was das Leben mir bietet. Und Menschen, die eine Artenvielfalt-Mangelerkrankung haben, Mikrobiomerkrankung, vertragen die Welt nicht mehr. Die kriegen Asthma, die kriegen Heuschnupfen, Neurodermitis. Unverträglichkeiten hängen immer mit dem Fehlen an dieser Stabilität, dieses Gleichgewichts. Und das legen wir ja schon bei Kindern an, quasi, dieses Ungleichgewicht, oder? Wenn wir in die Erziehung schauen. Natürlich, also wenn man sich das mal anschaut, ist es tatsächlich so, dass die speziell junge Eltern, die erstmalig ein Baby haben, die desinfizieren das ganze Haus, sind alles bloß keine Bakterien, keine Viren, dass das Kind gar nichts bekommt und da wird alles geputzt und gesaugt und Bettchen gewischt und Kind 15 Mal umgezogen, damit bloß nichts da am Körper ist, was absolut kontraproduktiv ist. Also das ist ja fürchterlich, das ist ja schon längst belegt, dass Kinder, die so falsch behütet sind, viel mehr Allergien entwickeln, Immunresponse ist ja ein geringerer und so weiter und so weiter. Es ist ja auch bewiesen, dass die Kinder, die mit Katze oder dem Hund zu Hause leben, viel mehr Resistenz entwickeln, weil sie den ganzen Bakterien, Mikroben, Viren ausgesetzt sind in einem höheren Maße. Also hat der Körper überhaupt die Möglichkeit, eine Widerstandskraft aufzubauen und sich mit denen bekannt zu machen? Hallo, jetzt
ja, weiß ich, da gibt es noch was anderes und nur so geht es weiter. Darf ich da einhaken? Also du darfst, wir sind sehr achtsam Sekunde. Mit dem Vokabular. Wir haben ja, ja dieses Vokabular aus dem 19. Jahrhundert. Eine Sekunde wollte ich nur sagen. Ja, das ist genau das, was ich nur mal dazu sagen wollte, nämlich das ist der alte Vokabular. Was ich jetzt von mir aus tun würde, es ist ja fantastisch und anregend, motivierend, dich zuzuhören. Und ich würde wirklich ganz gerne, also meine Sprechzeiten angeben, weil das ist, man hatte gesagt, das ist die Bakterien Päpstin. Ja, aber ich würde sagen, also Päpstin wäre so ein bisschen in eine andere Richtung geschoben, aber ich würde sagen, so Dalai Lama, der Bakterien eher in einem humaneren Umfang. Ich würde wirklich, ich lerne auch selber, ich bin motiviert, dass diese Wissenschaft, diese Forschung, was einer betrieben hat, es ist so bereichernd. Und deswegen gebe ich dir gerne meine Sprechzeit, Anne. Bitte zeigt uns nochmal da, wo unsere Denkrichtung ist. Du hast gesagt, wir denken zu sehr linear. Und Kopf ist ja rund, damit die Gedanken Richtung ändern können. So, und insofern vielen Dank, dass du da bist und dass du uns bereicherst mit deinen Kenntnissen. Ja, also ich danke dir für die Wertschätzung. Und eingehakt habe ich an dem Wort Widerstandskraft. Mhm. Weil wir so behaftet sind in dem Bild, dass wir uns verteidigen müssen. Und mit dem Immunsystem einen Widerstand aufbauen. Aber merkst du, was ja, bei deinem Wort schon richtig. Passiert? Das ist richtig. Das ist ja verbale Stolperstein. Richtig. Ja, wir sind so gefesselt in diesem Vokabular, in dieser Sprache, die uns allen nicht gut tut. Die tut niemandem gut. Mhm. Und geht auf diese kriegerische Vorstellung im 19. Jahrhundert zurück, die dann eben von verschiedenen Sachen gespeist wurde. Und um wirklich in eine gesunde Zukunft zu gehen, ist es wichtig, da für sich mal achtsam zu sein, wie gehe ich eigentlich mit diesem Vokabular um? Mhm. Weil das ist ja das Bild, was ich von mir im Leben mit der Welt habe. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss einen Widerstand gegen die Welt, Widerstand gegen die Welt haben, wie gehe ich denn da durch die Welt? Da muss ich per se schon mal Angst haben. Und aus der Angst heraus kommt der Stress, verändert sich die Durchblutung, verändert sich das Mikrobiom, kriege ich einen Reizdarm. Es hängt alles miteinander zusammen. Das heißt, der erste Schritt ist Frieden mit den Bakterien als Beitrag zum Frieden in der Welt. Das ist immer so mein Credo. Ja, dass man als erstes mal prüft, wie ist mein persönliches Verhältnis zu den Bakterien eigentlich? Und mal alles wegstreicht, du hast ja schon mal davon gesprochen, dass man Glaubenssätze streichen soll. Das ist ja ein ganz grundlegender Glaubenssatz, dass man mal prüft, wenn ich das Wort Bakterien höre, das könnt ihr jetzt gerade mal ausprobieren, ne? Moment innehalten und dann das Wort Bakterien, was löst das in einem aus? Ja? Was löst das in dir aus, wenn du das Wort spontan... Gut, du bist jetzt schon viel damit beschäftigt. Ich bin schon ein bisschen vorbeschäftigt. Hast meine Bücher schon gelesen. Das auch. Ja? Ich habe alle gelesen, also schon vor einiger Zeit. Aber ich will noch ein paar Sachen zu sagen. Vorher gesagt, Bakterien können sich regelmäßig ändern. Heute weiß man, das ist ein ganz tragischer Punkt, der ist draußen noch nicht diskutiert. Bakterien können über die Nahrung die eigene DNA verändern. Und jetzt kriegen wir über diese, sage ich mal, den Krieg gegen Mikrobiom in den Böden über Glyphosat, das ist nichts anderes, kriegen wir Glyphosat verseuchtes Zeug, weil dort wächst nichts anderes mehr, was nicht genmanipuliert ist. Das ist einfach mal so. Die sagen dann Roundup ready. Und jetzt kriegen wir genmanipuliertes Pflanzenmaterial und die Bakterien sind in der Lage, diese genmanipulierten Gene der Pflanzen in die eigenen Gene einzubauen. Wie fantastisch ist das? Stopp! Die Bakterien haben aber immer das Interesse, aufgrund ihrer inneren Angebundenheit an das Urbild der Matrix des Planeten Erde, alles abzubauen, was nicht in diese Matrix reinpasst. Das ist ein Aspekt, ja, aber da möchte ich gleich das Vertrauen daneben setzen, dass Bakterien Glyphosat abbauen können. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Weil wenn ich gut mit den Bakterien zusammenarbeite, mit ihnen positiv kooperiere, dann können die genau das tun, nämlich im Körper die ganzen Gifte zersetzen. Ich aber diese richtige Vielfalt. Und früher, sage ich mal, hat sich so ein Mensch vor ein paar tausend Jahren von 700 verschiedenen Lebensmitteln ernährt. Heute sagt man so grob so 37. Und die Diversität von der Bakterienkultur, die ist ja heute so grob, sagt man mal, um 50% reduzierend. Und je diverser die Speisen wären, umso bessere Bakterienkultur. Aber das dauert zum Aufbauen. Dann gebe ich dir recht, da gibt es für alles Lösungen. Aber mit diesen chemischen Stoffen täuschen wir die Natur ja auch ziemlich gut. Sagen wir mit dem Glyphosat, das drin ist, Glycin ähnlich ist.
Es wird fälschlicherweise in Aminosäuren, im Bau von Aminosäuren Protein eingebaut. Weil es täuschend ähnlich zu dem Glycin ist, zerstört auch alles. Also sag mal, da muss man aufpassen. Die Natur ist eigentlich genial, aber wir kommen jetzt mit naturverändernden Dingen daher, die die Natur noch nicht kennt. Und auch da spielt der Elektrosmog parallel eine Rolle. Also wir greifen ein in ein geniales System, das sich über Jahrmillionen, sagen wir mal, erfunden hat und geprüft hat. Man sagt ja auch, sage ich mal, Viren seien die Sprache der Evolution. Über 50% der DNA sei viralen Ursprungs. Also haben Viren uns immer nur geholfen, als Spezies Mensch überleben zu können, weil wir adaptionsfähig waren. Also das hat immer gut funktioniert. Jetzt ist aber so, wir greifen so dramatisch ein in einer ganz kurzen Zeitperiode mit so viel Giftzeug, was ich sagen muss, seid ihr falsch abgebogen? Ihr lebt doch auch auf diesem Planeten. Wenn man dann sagt, so okay, Unkrautvernichtungsmittel wie Roundup, also Glyphosat, da bin ich ziemlich im Thema, diesen Unkrautvernichtungsmittel. Was ist schon eine Anmaßung zu sagen, ist ein Unkraut? Also das ist in der Schöpfung, ist dieses Gewächs da, um irgendetwas zu erfüllen. Ich sage mal so, die sind ziemlich erfolgreich, wenn man die Menschen als Unkraut auf diese Erde sozusagen positioniert. Also ich bin da ein bisschen aggressiv, weil ich habe zu viel Protest. Gelesen über die Glyphosat-Nummern. Protest. Also ich setze dann einfach ganz bewusst gerne die Hoffnung daneben, weil es in meinen Augen nichts bringt, die Empörung zu schüren. Wir sind alle empört. Wir leben in einer Kultur der blühenden Empöreritis. Und was uns wirklich glücklich macht, zum Strahlen bringt, ist, einen Weg zu sehen, wie wir da rauskommen. Ich treffe immer wieder Menschen an, die sagen, ja, dann rottet sich der Mensch halt aus, ist die Erde ohne Menschen. Da hake ich jedes Mal ein, weil ich sage, darum geht es nicht. Wir sind Geschöpfe in einer Koevolution auf diesem Planeten Erde und wir wollen alle gemeinsam in eine gute Zukunft gehen. Und hier gibt es etwas, einen Aspekt, wo jeder für sich anfangen kann, gut in die Zukunft zu gehen. Und das ist der eigene Zugang zu den Bakterien, weil den haben wir jeder für uns. Und wenn man auf dieses ganz Große guckt und diese Zerstörung, da kann man eigentlich nur noch depressiv werden, kann man sich heulend in die Ecke setzen. Das ist aber nicht gut fürs Mikrobiom. Nein. Ja, also lieber gucken, wo kann ich anfangen? Viele Menschen fühlen sich ja ohnmächtig, weil sie sehen das alles im Großen geschehen. Sie sehen die großen Katastrophen und sitzen zu Hause und fühlen sich ohnmächtig. Ohnmächtig ist keine sehr positive Qualität im Leben. Und dann zu sagen, ja, hier kannst du anfangen, nämlich bei kostet nichts, musst nichts kaufen, musst nichts machen, außer dir mal zu fragen, welches Verhältnis hast du persönlich zu Bakterien? Was fällt dir als erstes ein beim Stichwort Bakterien? Da hatten wir jetzt angesetzt und die meisten Menschen assoziieren sofort Krankheit. Das ist zu 99,9% bei meinen Vortragskurs teilnehmen, zu 99,9% kommt Krankheit. Und diese Assoziation mal aufzulösen, zu hinterfragen, wo kommt das eigentlich her? Ja, das habe ich gelernt und da und da und da. Dann landet man im 19. Jahrhundert und sagt, okay, 2022 können wir das ändern. Bakterien sind die Liebessprenkelchen auf dem Planeten Erde, die unser Leben gebildet haben, die uns helfen, in die Zukunft zu gehen, die alle Probleme lösen können, wenn wir nur mit ihnen zusammenarbeiten. Wenn wir aufhören, sie zu bekämpfen, wenn wir einsehen, dass wir Mikrobe sind, dass wir Bakterien Träger sind, das Vokabular stimmt alles nicht, weil wir leben in Kooperation. Wir sind ein Gemeinschaftswesen. Ich sitze hier als Gemeinschaftswesen von Körperzellen, Bakterien, Viren, Protozoen und wir alle gemeinsam sind Mensch. Das heißt, in dem Moment, wo ich Bakterien bekämpfe und wenn es nur irgend so eine Kleinigkeit ist, so mal eben diesen da machen, dann bekämpfe ich mich und mein Leben. Antibios heißt gegen das Leben. Bios ist griechisch das Leben. Und die Mikroben sind die Lebendigkeit an sich, die wuseln, wenn man da unter dem Mikroskop kommt. Das hat mich so beeindruckt, als ich das erste Mal die effektiven Mikroorganismen unter das Mikroskop gesetzt habe, dann mit Ölimmersionen da tausendfach vergrößert. Die waren ständig am Wuseln, am Wuseln, am Wuseln. Wer bewegt die denn? Das ist das Leben an sich. Die sind die Träger des Lebendigen im Organismus, im höher entwickelten Organismus. Und sind in den Pflanzen, sind in den Tieren, sind überall. Das muss man schon mal aushalten, überall zu sein auf diesem Planeten. Die sind auch im Atomkraftwerk. Deinococcus radiodurans hat sich einen 50-fachen Chromosomensatz zugelegt. Der wird dann immer geknackt, aber er verdoppelt ihn schneller, als er geknackt wird. Das heißt, die besiedeln sogar Atomkraftwerke. Den gibt es im Übrigen auch im Darm. Also zum Abbau von radioaktiver Bestrahlung. Ja, den gibt es doch auch zum Abbau von Radioaktivität. Aber irgendwie wird es nie eingesetzt, wissenschaftlich. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie gehört. Man weiß es, aber man setzt es nicht ein, oder?
Ja, wie willst du den denn einsetzen? Den kannst du ja nicht in die Hand nehmen. Selber. Ich meine jetzt aber für wirklich für radioaktive Verstrahlung. Ja, aber du kannst den ja nicht in die Hand nehmen. Das ist das Missverständnis. Es geht darum, dass wir eine aktiv, liebevolle, gesunde Bakterienkommunikation betreiben und nicht wieder instrumentalisieren und sagen, den nehme ich jetzt und den nutze ich für mich. Mhm. Weil das hat mit den Bakterien die ganze Zeit stattgefunden. Entweder sie wurden bekämpft oder benutzt. Die ganzen synthetischen Fermentationsprozesse, die dann in Edelstahlcontainern, das sind mikrobielle Zwangsarbeiter. Das ist auch nicht ganz gesund. Mit das setzt Migrationshintergrund. Es setzt ja was voraus. Es setzt nämlich voraus, dass ich als Homo sapiens das Vertrauen habe, dass das Leben an sich funktioniert, ohne dass ich eingreife. Und ich glaube, das ist der größte Schritt, die größte Herausforderung, die wir Menschen haben, den Schritt zurückzugehen und sagen, lass die doch mal machen. Die haben über 3,8 Milliarden Jahren zuerst aus dem Einzellerbereich, dann die einzelligen Mehrzeller, also Mehrzeller aus lauter gleichen Einzellern, Bakterien. Dann haben sie sich differenziert. Dann wurden die differenzierten Wesen. Dann ging das Leben an Land, die Wurzeln waren in den Pilzfäden im Boden verwurzelt, haben dann die Mikroben, dann so die Verbindung zwischen Himmel und Erde gebildet, die Pflanzen. Und das essen wir jetzt, nehmen wir zu, das geht durch uns durch. Wir scheiden das aus. Früher war es auf dem Plumpsklo über Misthaufen, dann haben wir es wieder auf den Boden. Wir haben das alles im Kreislauf gehabt und wir unterbrechen den. Das kann man aufhören. Und das Schöne ist, jeder für sich, dafür habe ich mir ja die Mühe gemacht, die Bücher zu schreiben, jeder kann für sich im Blumentopf auf der Fensterbank anfangen oder beim Fußpilz. Das sage ich immer schön weit weg, die Füße. Wenn man Angst vor Bakterien hat, kann man ja mal mit Bakterien seinen Fußpilz da unten behandeln. So ein bisschen, kann man so mit Vorsicht genießen oder sowas. Und das ist mir wichtig, diese positive Botschaft. Aber es fängt damit an, dass man das Bewusstsein entwickelt. Bakterien sind Teil der Schöpfung und sind uns immer gut gesonnen. Die können gar nicht anders. Wenn ich eine Vergiftung habe, dann war ich selber derjenige, also jetzt eine Magen-Darm-Vergiftung oder sowas, dann habe ich halt eine salmonellengetränkte Tiramisu zu mir genommen. Ja? Die hat halt in der Sonne gestanden, da können die Bakterien nichts dafür. Oder die Legionellen, die sind so ein nettes Beispiel, ja, bösen Legionellen, Legionärskrankheit. Ja, das ist eigentlich ein Flussbewohner, die sind unten im Kiesbereich von den Bächen, da gehören die natürlicherweise hin. Jetzt baut der Mensch eine Klimaanlage, zieht das Wasser für die Kühlung aus dem Bach da unten, zieht die Legionellen raus, die kommen in diese Klimaanlage, tropische Verhältnisse für eine Mikrobe, die im Bachbett gelebt hat, sagt, wunderbar, lauter Nachkommen. Nun gibt es da ein Leck, dann wird es in den Raum geblasen, werden die Leute krank. Ja, was kann die arme Legionelle denn dafür, dass man die da aus dem Bachbett entführt hat? Also wir Menschen dürfen uns da ein bisschen Bescheidenheit auch zukommen lassen, bevor wir Urteile fällen. Urteilen ist ja sowieso schwierig und Bakterien werden ständig beurteilt, verurteilt und alles möglich. Kann man einfach alles bleiben lassen. Eigentlich ist es ganz einfach. Das stimmt, ja. Und das geht eigentlich wirklich bei unserem Geist ja auch los. Unser Geist herrscht über Materie. Und deshalb sollten wir, also da stimme ich dir absolut zu, das ist ein tolles Bewusstsein, also grundsätzlich eine liebevolle Verbindung zu unserem Milieu insgesamt zu haben. Denn eben, wenn ich Angst habe vor etwas, was passiert, vielleicht magst du da drauf eingehen, Per? Ja, sag mal. Das reduziert immer schon mal die kognitiven Fähigkeiten und jeder Gedanke wird auch von Bakterien verstanden. Muss man sehen, Bakterien haben ja ein Ring-DNA. Das ist übrigens gleich praktisch wie Mitochondrien, da musst du mir recht geben, die kommen, also sagt man heute schon, es seien eigentlich Bakterien, die haben nur eine Synergie begangen, sie leben jetzt in der Zelle. Wir haben eine Ring-DNA, es haben wunderbare Antenne für elektromagnetische Signale, deshalb verstehen die auch, was wir wollen. Da hast du wahrscheinlich noch eine ganze Menge Erfahrung mit den Themen, aber sagen wir mal, die können alles. Ich bin da absolut dafür. Das ist genial von der Schöpfung gemacht. Wir sind ein Ökosystem. Also den Begriff habe ich von dem Ulrich Warnke mal gelesen. Ich finde ihn großartig. Wir sind, sagen wir mal, 70 Kilogramm Mensch, sagt man so grob, hat 70 Billionen Zellen, 700 Billionen Mikroorganismen. Und dann komme ich noch oben drauf und sage, 100 Trillionen bis 200 Trillionen, ganz genau weiß man es nicht, Mitochondrien, was auch nichts anderes sind wie eigentliche Bakterien unterm Strich. Nur wohnen die innen. Genau, und wenn man dann hinguckt, mit welcher Absicht gehe ich auf Bakterien zu? Das ist ja für mich als Mensch, der seit 22 Jahren Bakterien liebt, ich habe das ja von den Bakterien gelernt. Ich habe im Studium auch Desinfizieren und Antibiotika, das habe ich alles gelernt. Viel mehr schwer, die ganzen Antibiotika auswendig zu lernen, aber ich habe es dann irgendwie geschafft. Und dann kommen da diese effektiven Mikroorganismen daher und können was, was dem diametral widerspricht. Dann musste ich natürlich mal prüfen, was ist jetzt richtig, meine Erfahrung oder das, was ich studiert habe. Und dann ist ja eine Erfahrung eigentlich schon schwerwiegender als das, was man gelernt hat. Und dann haben die Mikroben ja über die ganzen Jahre so viel beigebracht. Und eins ist,
dass sie tatsächlich, wie du sagst, auf die Kraft der Absicht reagieren. Und sich dann mal zu fragen, mit welcher Absicht gehe ich durch die Welt im Hinblick auf die Mikroben? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in den letzten 15 Jahren eigentlich dachte, dass mit dem Zunehmen der Mikrobiomforschung jetzt eine Richtung eingeschlagen wird, die lebensfreundlich, liebevoll zu den Mikroben ist, weil das Wissen jetzt dazu da ist. Vor 22 Jahren, wenn ich erzählt habe, da schluckt jemand Bakterien und die Depression verschwindet, wurde ich ausgelacht. Ne? Ist alles psychisch. Naja, okay, alles psychisch. Was ist das für ein Satz? Aber dann kam die Mikrobiomforschung auf und man hat die Darm-Hirn-Achse entdeckt, dass die Bakterien im Darm über den Vagusnerv mit dem zentralen Nervensystem verknüpft sind, die verschiedenen Organmikrobiome entdeckt. Und ich war so glücklich, dass ich jetzt zu allen mikrobiologischen Studien haben konnte, zu dem, was ich vorher aus der Erfahrung wusste, dass das alles belegt wurde. Und dachte, das klafft immer weiter auseinander. Jetzt gibt es Waschmaschinen mit Desinfektionsgang, aber Mikrobiomforschung. Und ich dachte immer, das fällt irgendwann weg. Und dann kommt plötzlich so eine verrückte Situation, dass diese ganzen Erkenntnisse auf einmal wie weg sind und alle Welt geht hin und desinfiziert sich die Hände in dieser uralten Vorstellung vom 19. Jahrhundert. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass das alt ist. Das ist Kakao von vorletztem Jahrhundert, aus dem letzten Jahrtausend sozusagen. Nicht? Und dass wir da jetzt in die Zukunft gehen mit einem positiven Verhältnis und wirklich diese Kraft der Absicht nutzen, um das wieder zu heilen, was wir alles im Bakteriellen weltweit auf dem Planeten schon ruiniert haben. Und das geht. Also es erfordert einfach ganz viele Menschen, die aktiv jetzt Frieden mit den Bakterien schließen und sagen, sich hinterfragen, warum habe ich Angst vor denen? Warum will ich die bekämpfen? Was bekämpfe ich denn eigentlich, indem ich da jetzt meine Hände desinfiziere? Am schlimmsten finde ich es auf dem Altar. Das hat mich zutiefst erschüttert, wie denn die Desinfektion auf dem Altar stattfindet. Bewahrung der Schöpfung in der christlichen Kirche. Und dann steht da ein Desinfektionsmittel. Und mitten in dem heiligen Ritus einer christlichen Messe, eines christlichen Gottesdienstes, wird dann die Bakterientötung vollzogen. Merkt dann das keiner? Es ist ja vom Robert-Koch-Institut noch nicht mal vorgesehen. Es ist ja noch nicht mal, dass man da eine Vorschrift befolgt mit. Es ist einfach nur unsinnig. Ja, und merkt denn keiner, dass wir da Gefahr laufen, uns zu verselbstständigen gegen die Grundlage unseres Lebens und unserer Gesundheit. Unserer Gesundheit, Wassergesundheit, Klimagesundheit. Der größte Teil der CO2-Einbindung erfolgt über das Phytoplankton in unseren Meeren, unterstützt durch die Kooperation mit den Meeresbakterien. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich CO2 einbauen wollen, dann müssen wir als allererstes alle mal Frieden mit den Bakterien schließen und aufhören zu desinfizieren, weil das über die Kanalisation irgendwann im Meer landet und das Phytoplankton in den Meeren reduziert und verhindert, dass das CO2 aus der Atmosphäre eingebunden wird. Das hat einen ganz großen Bogen. Da kann man diskutieren über Klima hin und her, aber es fängt mit den Bakterien an. Die sind die Träger der Stoffkreisläufe, Kohlenstoffkreislauf, Stickstoffkreislauf, über den Boden, über die Atmosphäre. Es wird alles von Bakterien getragen. Und jeder, der irgendwo im Kleinsten auch noch Bakterien bekämpft, auch noch mit dieser Absicht, ja, das, was du so betonst, die Kraft der Absicht, die sich wirklich in der einzelnen Zelle manifestiert, jeder, der das tut, darf sich jetzt fragen, will ich denn das wirklich? Will ich Leben bekämpfen? Tut mir das gut? Tut dem Planeten Erde das gut? Tut uns als Gemeinschaft das gut? Oder kann ich es ändern? Es ist so einfach. Kann jeder tun. Absolut. Kann jeder zu Hause tun. Ja, danke für dieses Fürsprechen, für dieses Plädoyer. Das Plädoyer ist fantastisch. Für das Leben. Und deswegen sprechen wir in diesem Kreis ja auch drüber. Also für mich findet es ja wieder besseren Wissens statt. Ja, ich schließe mich ja überhaupt nicht der Meinung an, dass Ärzte das nicht wissen würden. Ich habe mit so vielen Ärzten Kontakten und Ärzte wissen sehr wohl, was Mitochondrien als Beispiel sind. Die Mitochondrien, du hast ja gerade schon mehr oder weniger gesagt, oder du gerade, sind, sagen wir, plus minus vor 2 Milliarden Jahren entstanden, als die ersten Anaerobe, die ersten Bakterien, ich sag mal, eine Ehe eingegangen sind. Ja? Und Mitochondrien sind, ich sag mal, ja, eine Art Bakterien, wo unsere ganze Energie, unser ATP produziert wird. Ja? Also ich wiege im Moment 73 Kilo und das heißt, mein Körper produziert heute so plus minus 70 Kilo ATP, diese Energie. Und wenn ich jetzt zu Krebs gehe, du hast auch über Gärung gesprochen, ja? Was ist der Unterschied von einer Krebszelle zu einer Nicht-Krebszelle? Ja? Eine Krebszelle lässt keinen Sauerstoff mehr rein. Und macht dann einen Gärungsstoffwechsel. Ja? Und jetzt kommen wir zu diesem aus dem 19. Jahrhundert Weltbild. Wir brauchen immer irgendwie einen Feind. Wir brauchen irgendwie einen Krieg. Und
wieder besseren Wissens, weil Ärzte wissen sehr wohl, dass eine Zelle, die keinen Sauerstoff mal reinmacht, es gibt einen Grund ja dafür. Die machen das ja nicht, weil heute Sonne scheint oder weil es regnet, sondern diese Zelle macht einen Grund, warum sie zum Beispiel keinen Sauerstoff mehr reinlässt. Und da gibt es viele Gründe. Das erste ist zum Beispiel, dass 20 Mal so viel Zucker verbrannt werden kann. Ja? Das nächste ist, dass Pilze angesammelt werden können. Viele wissen nicht, dass Tumore oft mit Pilzen durchzogen sind. Und Pilze sind ja nicht per se etwas Ungesundes in unserem Körper. Es ist nur ein Problem, wenn die halt aus dem Darm zum Beispiel ins Gehirn wandern, ja, oder irgendwas anderes, ja. Und so ist es auch mit Schwermetallen oder so etwas, die man in Tumoren ansammelt. Also der Körper bildet ja das, weil er damit irgendetwas erreichen will. Und für mich stellt sich immer die Frage, cui bono, also wer hat eigentlich einen Vorteil von diesem Art Medizinsystem, das wir im Moment haben? Aber es findet ganz klar wieder besseren Wissen statt. Also ich schließe mich überhaupt nicht der Meinung an, dass Ärzte nicht, die lesen auch deine Bücher. Ganz viele Ärzte wissen, wer du bist und die lesen die Bücher. Und was machen sie? Sie verschreiben bei einer viralen Problematik ein Antibiotika. Und da stellt sich für mich die Frage, warum machen die das eigentlich wieder besseren Wissens? Ja, also für mich fühlt sich das an wie die Seele verkaufen, wenn ich es besser weiß und ich handle aber dagegen. Ja. Ja, was ist deine Erfahrung? Also warum tun sie es? Ich habe mal Folgendes herausbekommen. Krebspatienten, die zum Sterben nach Hause geschickt wurden und dann nicht gestorben sind, die sind dann oftmals 1, 2, 3 Jahre später zu ihrem Hausarzt oder zu ihrem Professor an der Universität, der damals gesagt hat, wir können sie nur noch palliativ therapieren und sie müssen leider sterben. Und dann sind die da hingegangen und voller Stolz natürlich und klasse, schauen Sie mal, Herr Professor, ich bin noch am Leben und so weiter. Und für mich als logischen Schwaben habe ich immer gedacht, naja, der Arzt wird jetzt den Patienten fragen, was haben Sie denn getan? Weißt du, dass das nie stattfindet? Das findet nie statt. Ganz im Gegenteil. Ärzte schmeißen Patienten dann raus. Und ich habe mich am Anfang total gewundert, aber die Logik wäre doch, dass der Arzt fragt, was haben Sie getan? Weil ich hatte Ihnen ja diese tödliche Diagnose gegeben und jetzt sind Sie immer noch am Leben. Ich würde schon gerne wissen, das ist mein Denken, ja. Aber das findet nicht statt. Und was mir damals noch nicht bewusst war, ist ganz einfach diese große Angst von Ärzten, dass sie das, was sie da tun, hinterfragen müssen. Und noch, es kommt eine noch größere Angst, vielleicht komme ich zu einer Lösung, dass ich meine Arbeit sogar ändern muss. Und das wird einfach, ich sag mal, nicht verdrängt, sondern es wird bewusst weggeschoben. Weil so kann ich mit dem, wie ich in den letzten 10, 20 Jahren, was ich gelernt habe und wie ich gearbeitet habe bisher, kann ich so weitermachen, bis ich in Rente gehe. Das ist die große Problematik. Aber nicht das Wissen. Das Wissen ist da draußen und Ärzte wissen sehr wohl, was Mitochondrien sind. Ja, das haben die alle gelernt und viele kennen sich im Detail unglaublich gut aus. Aber sie schieben das weg, weil wenn sie das anschauen, dann müssten sie Änderungen machen. Und das will keiner. Ja, weil es geht ihnen ja im Großen und Ganzen auf einer sehr hohen Jammer-Level geht es ihnen ja alle sehr gut. Die jammern zwar alle, aber sie verdienen genügend Geld. Sie machen ihren Job noch bis in den nächsten Jahre. Also es geht ziemlich gut und ich will keine Änderung. Das ist die Problematik. Es ist vielleicht auch nicht nur das, dass ich keine Änderung will, sondern dass ich mir dann eben vielleicht eingestehen muss, oh je, ich habe jetzt in meiner Vergangenheit eben einfach meine Patienten vielleicht falsch beraten oder, aber das ist ja erstmal kein Fehler per se, wenn ich das doch erkenne, oder? Ich sage mal so, ich komme aus dem Juristerei, ich bin Volljurist und da gibt es einen Begriff, der heißt Garantenstellung. Mhm. Das gilt für Politiker und Ärzte und Menschen mit bestimmten Fachkenntnissen. Die haben auch eine hohe Schuld. Die müssen sich zu dem Thema, wo sie an Menschen arbeiten, auch informieren. Und wenn sie es dann nicht richtig reagieren, machen sie einen Fehler. Deshalb bin ich auch für die aufhängende Immunität von Politikern. Die können sich jeden Fehler dieser Welt leisten und haften nicht dafür. Und bei Ärzten ist es ja fast identisch, wie viele Ärzte werden dann verklagt und wie viele Pharmaunternehmen werden dann strafrechtlich verklagt. Es ist eine Hohlschuld. Und da müssen die sich Leute, wenn sie verantwortlich sind, müssen sie sich darum kümmern. Die müssen das wissen, was du schreibst. Und die müssen das dann auch umsetzen. Ja, dann muss auch die Leitlinie geändert werden. Ja. In den Leitlinien, die Ausbildung muss geändert werden. Da wird aber nichts geändert. Wie will denn ein Arzt
Und da kann ich noch einfügen, dass ich Gott sei Dank viele Kollegen kenne, die über Patienten mein Buch in die Hand gedrückt bekommen haben und dann das dann zu Hause lesen und das anders machen. Also Zahnärzte sind super da drin. Punkt Nummer eins. Ich bin auf dich gekommen, ich bin eine Zahnärztin in Hamburg. Ja. Ne? Weil die, wenn ein Patient, also ich habe eben auch ein bisschen andere Erfahrungen, dass Kollegen dann auch wirklich das sehen, dass die Not so groß ist, dass sie dankbar sind, also auch Kinderärzte, wenn was beim Juckreiz von Neurodermitis hilft, wenn man denen sagt, ja, den Kindern kann man Bakterien draufschmieren, dann juckt es nicht mehr, dann sind die auch glücklich, weil dann kommen die Eltern nicht jede Woche in die Praxis. Also das gibt da schon auch Lerneffekte. Und solange aber die Leitlinien den Menschen, den Kollegen in einen Konflikt bringen, Helicobacter pylori, unser lieber Magenmikroben-Chef hier von den 120 oder wie viel verschiedenen Bakterienarten im Magen, ist der erste gewesen, der das Schicksal hatte, entdeckt worden zu sein. Und in der Zeit, wo man dann sagte, Bakterien sind gefährlich, machen krank, weg damit, ist der böse Verursacher von Magengeschwür und so, hat man alles behauptet, steht immer noch in den Leitlinien drin, muss beim gesunden, asymptomatischen Patienten mit einer mindestens Trippeltherapie ausgerottet werden. Nur wenn jetzt ein Arzt es nicht macht und der Patient kommt auf die Idee, den aus irgendeinem Grund zu verklagen, dann hat er ein echtes Problem, weil er nicht das getan hat, was in den Leitlinien steht, sondern das, was er für richtig hält. Und da sehe ich auch eine Medizin, die ist sowieso ein Ozeandampfer. Wenn man den fährt und lenkt das Lenkrad rum, dann fährt er immer noch gerade weiter aus. Und irgendwo da ganz hinten fängt er mal umzubiegen. Ich mache diese Arbeit seit 22 Jahren. Eins habe ich gelernt, Geduld. Was ist eigentlich daraus geworden? Früher hat man doch als Schönheitsoperation sozusagen bei der Geburt einen Kaiserschnitt gemacht. Das heißt, passiert größten, immer noch. Dinge, die man sich vorstellen kann, also was das anschließend Immunsystem. Ein Drittel der Kaiserschnitte der Kinder ist Wahlkalt. Ist immer noch so, ne? Ein Drittel der Kaiserschnitte ist nicht medizinisch notwendig, mindestens. Und wenn Termine vereinbart. Damit der Opa zum 90. Geburtstag das Neugeborene haben. Und das ist natürlich ein ganz schwerer Start ins Leben, mikrobiell betrachtet. Ja. Aber nur um deinen Kommentar noch mal kurz zu bestätigen aus eigenen Erfahrungen. Ich bin seit mittlerweile über 30 Jahren in der integrativen Diagnostik. Und da gibt es fantastische Sachen. Also ich habe 10 Jahre gesammelt die ganze Diagnostik und Heilmethoden der alten Kulturen. Und wir haben klinische Studien gemacht, um herauszufinden, was ist davon Humbug und was kannst du wirklich nutzen. Es gibt tatsächlich fantastische Methoden, die du auch in der Diagnostik nutzen kannst. Es ist eine kleine, mini Gruppe, die sagt, ja, super, ich nutze es, ich lerne es erstmal und lass mich informieren. So, aber ganz große Gruppe ist, nee, ich habe gelernt, was ich gelernt habe und ich mache es weiter, so wie ich es bis jetzt gemacht habe und dann geht es weiter, weil es fordert auch Lernen, es fordert Umdenken, es fordert auch, sich auch mit Quantenphysik zu befassen. Wer sind wir denn? Was heilen wir? Heißt, du versuchst jetzt mal Körper zu heilen als Masse, als Materie oder gehst du im Einklang mit Elementen, die man Schwingung nennt und sagt, was ist eine Schwingungstherapie? Kann ich mit der irgendwas bewirken? Wie verändere ich Frequenz in dem Körper? Wie kriege ich einen Balance im Körper? Und da ist das, wie Anne schon gesagt hat vorher, die Richtlinien stehen ja da und Reglements, die jetzt Leitlinien, speziell also in Deutschland, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Ländern, mit Neuseeland, mit Singapur, mit Asien, verschiedenen anderen Ländern, wo im Prinzip die sogenannte Schulmedizin ein Bruchteil dessen ausmacht, was eine medizinische, ärztliche Versorgung überhaupt im Land bietet. Das sind in manchen Ländern sind 80% Leute angewiesen auf das, was wir hier alternative Medizin nennen. So, es ist völlig ein anderer Zugang dazu, völlig andere Offenheit dazu, zu sagen, ich lerne neue Sachen oder ich nehme die alten Sachen, die schon bewährt sind seit 1000 Jahren und bringe sie mal rein. Da drüben kommt es eine Problematik auf, und zwar, wie lernen die neuen Sachen jetzt aus dem Westen? Also mehr und mehr, früher haben wir Gesundheitsvorsorge gemacht, wir haben Krankenvorsorge gemacht, die übernehmen ein bisschen unsere Systeme. Also es ist schon so, dass praktisch die Leute in Hunzahl, die früher mal locker 100, 110 Jahre alt geworden sind, die tragen viele ihre Kinder zu Grabe. Die viele Gewohnheiten, die gut waren, die natürlich waren, die in Einklang mit der Schöpfung waren, abgeschafft haben. Und das beschädigt mir einer aus der traditionellen chinesischen Medizin, der viel macht mit Akupunktur, kennt sich mega aus und gesagt, das ist ein Wahnsinn, in welche Richtung die gehen. Mhm. Genau das. Ja, und das würde ja voraussetzen, dass in unserem System
Die wir sind schon falsch abgebogen. Wir müssen wieder neu abbiegen. Ja, du hast es immer so mit dem Abbiegen. Ich habe immer mehr mit Transformationsprozessen. Aber dahinter steht ja, dass bei uns die eine Medizin bezahlt wird von dem Topf, in dem man ja fleißig einbezahlt hat oder es einem abgezogen wurde. Und der andere Teil wird nicht bezahlt. Und das müsste grundlegend geändert werden. Da müsste ganz dringend eine Gleichwertigkeit der medizinischen Anwendungsmöglichkeiten geboten werden, weil es ja zum Beispiel Osteopathie ist so eine unglaublich wirksame Methode, mit der man im Übrigen auch aktiv das Mikrobiom behandeln kann. Ja, wenn man das im Bewusstsein hat, kann man mit osteopathischen Mitteln das Mikrobiom behandeln. Da gab es auch Erfahrungen bei Reizdarmpatienten, dass die wirklich durch eine osteopathische Behandlung aus ihrem Reizdarm rausgekommen sind mit bakterienfreundlichem Leben und Mikrobiomtherapie, wie ich sie in meinem Buch geschrieben, natürlich Heilen mit Bakterien beschrieben habe. Aber wenn die Menschen dann 14% ihres Einkommens in so einen Topf reinschmeißen und müssen dann auch noch selber bezahlen, was sie eigentlich daraus kriegen können, dann ist natürlich ein so großes Ungleichgewicht da. Das müsste grundlegend geändert werden, dass die Gleichwertigkeit in dieser wissenschaftlichen, akademischen Medizin mit der Erfahrungsmedizin und den bewährten alten Heilmitteln, Homöopathie, Bachblüten, es gab ja einen Artikel mal vor Jahren im Deutschen Ärzteblatt über Bachblüten und dann hat ein Professor einen Leserbrief geschrieben, der erschien, er würde seine Approbation verbrennen und die Asche auf sein Haupt streuen, wenn das denn wirksam sei. Nicht? Aber wie will man einem Menschen eine unsichtbare Welt nahe beibringen, für den einfach nur stoffliche, materielle Dinge da sind? Ich denke, wir sind in einer Lebensphase hier auf unserer Menschheitsgeschichte, wo wir im Übergang sind von dem rein Materiellen wieder in das Verständnis für diese unsichtbaren Welten und Kräfte. Und also wie gesagt, ich habe Geduld gelernt und mein Weg ist wie Adolf Dänicke, der Landwirtschaftsmeister, mit dem ich die Bakterienarbeit 13 Jahre lang gemacht habe, solange er gelebt hat. Wir haben uns immer wie Maulwürfe gefühlt, so im Untergrund, Basisarbeit. Wir wären auch gerne mal so ganz groß, hätten uns hingestellt und gesagt, Leute, man kann die Gewässer sanieren, man kann den Boden so bewirtschaften, dass gesunde, mehr Nahrungsmittel für die Menschheit zur Verfügung stehen. Professor Popp hat dann ausgerechnet für uns, hat gesagt, die vorhandenen Ackerflächen auf dem Planeten Erde, das ist jetzt 15 Jahre her, würden mit der Bearbeitung einer bodenmikrobenfreundlichen Wirtschaft ausreichen, um alle Menschen auf der Erde satt zu machen. Das ist doch eine Botschaft. Aber es setzt eben voraus, dass wir das Leben lieben, dass wir die Mikroben lieben und dass wir da kleine Schritte machen in diese Zukunft, weil die Mikroben sind die Brücke zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Die können uns genau in diese unsichtbaren Welten der Schwingungsmedizin oder das, was ihr erwähnt habt, helfen hinzukommen, weil sie eben manchmal sichtbar sind und manchmal unsichtbar sind und damit die Brücke im ganzen Organismus immer sind, von dem Unsichtbaren in die manifestierte Wirklichkeit der Erscheinung. Das kann meiner Meinung nach nur funktionieren, wenn Patienten es einfordern. Und solange das nicht passiert, wird gar nichts passieren. Beispiel Akupunktur, ich hatte das schon mehrmals mit auch Krankenkassen zu tun und die dann sagen, ja, Akupunktur kann ja nur vielleicht bei Migräne oder sowas helfen, aber sonst nicht oder Homöopathie oder was auch immer. Es ist gar nicht so wichtig, was. Und ich sage dann immer, warum fliegt ihr nicht nach Bangalore oder nach Shanghai und schaut mal eine Bypass-Operation an, also mit offenem Brustkorb, wo der Patient nicht in der Anästhesie ist und schläft, sondern bei Bewusstsein ist. Und der hat nur ein paar Nadeln gesetzt bekommen und während der Operation redet er. Man kann dorthin gehen, man kann sich das dort persönlich anschauen. Flug nach Shanghai kann man für 800 Euro. Und dann könnt ihr euch doch davon überzeugen, dass Akupunktur funktioniert. Also das ist das, was ich immer sage, wieder besseren Wissens. Ärzte greifen mich manchmal an und sagen, ach Herr Neise, Sie immer mit Ihrem, was weiß ich was, Therapien in China oder sonst irgendwo. Wenn es das geben würde, erfolgreiche Krebstherapien in Russland, China oder Mexiko, dann würden wir das doch wissen. Also dieses Argument habe ich schon 100 Mal bekommen. Ich auch immer wenn das stimmt, was Sie sagen. Und ich sage immer, Herr Professor, sagen Sie mir mal, woher beziehen Sie Ihr Wissen? Universität? Nein, Universität ist... Curriculum wird von wem eigentlich gemacht? Ja, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja, dann anschließend in den Fachzeitschriften, da muss ich echt lachen, auf ihren sogenannten Seminaren und Kongressen, nee, die sind ja alle Pharma gesponsert. Also woher beziehen Sie Ihr Wissen? Und dann sage ich immer, aber
fliegen Sie doch mal nach Indien. Sie müssen noch gar nicht so weit gehen. Oder mal nach London oder Kiew. Kiew sieht man im Moment immer im Fernsehen. Ja? In Kiew gibt es ein Zentrum für fetale Therapien, die in Europa verboten sind. Aber man kann dort ja mal hingehen und mal sich anschauen, wie schwerst neurologische Erkrankungen mit so einer Therapie, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber wie sich dann schwerst neurologische Erkrankungen verbessern. Ja? Wo wir sagen, das ist doch gar nicht möglich und so weiter. Und deshalb, ich finde es, diese ganzen Diskussionen sind im Grunde genommen, funktionieren aus einem Grund nicht, weil die Patienten nicht verstehen, dass sie es einfordern müssen. Mhm. Ärzte, Politiker, Krankenkassen sind an Änderungen nicht interessiert. Mhm. Muss man einfach ganz klar sagen. Mhm. Da ist die Änderung nicht. Die Änderung kann nur von den Patienten kommen, aber solange 70, 80 oder mehr Prozent sozusagen ohne nachzudenken, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen arrogant, ja, ohne wirklich über sich nachzudenken, zum Arzt gehen. Ich sage immer, geh nie zu einem Arzt, ohne dass du seine Lieblingsdiagnostik und Lieblingstherapie kennst. Du bist aufgeschmissen. Das ist wie wenn ich ein Auto kaufen gehe und ich mache mir vorher keine Gedanken darüber, welches Auto will ich eigentlich kaufen. Ich gehe zum Autohändler und sage, gib mir ein Auto. Ja, da bin ich am Ende, da bin ich aufgeschmissen. Du kaufst auch keine Küche, ohne dass du dir vorher Gedanken machst. Bin ich davon überzeugt, Frauen machen sich sogar bei Schuhe, habe ich gehört, Gedanken, ja, bevor sie die kaufen gehen. Aber die machen sich auch noch bei ganz anderen. Ja, ich weiß noch viel, viel mehr. Aber da, ich will nur damit, um das abzuschließen, ich will einfach sagen, es wird sich hier nichts ändern, solange es nicht eingefordert wird. Ich will eins dazu sagen, es gibt einen Arzt bei mir in der Gegend, wo ich mein Studio habe, da geht keiner ohne Apnoe-Maske raus. Also wirklich nicht. Da geht keiner ohne Apnoe-Maske nach Hause. Und wer das nicht bekommt, kriegt Antibiotika. Also was ich gerade feststelle, ist, dass es da irgendwie gewisse Resonanzen geben muss, weil ich mit anderen Kollegen zu tun habe. Mhm. Also ich höre mir das an, das klingt scheußlich, klingt schaurig, fürchterlich. Aber ich habe das offensichtlich das Privileg, dass ich mit Kollegen, ich habe ja keine Praxis, aber ich habe viele Kontakte, auch über kranke Menschen. Und ich habe mit ganz vielen Ärzten zu tun, die mich dann tatsächlich kontaktieren und sagen, ich habe Ihr Buch gelesen, können Sie mich da noch ein bisschen coachen? Ich möchte das gerne umsetzen. Wie setze ich das jetzt aktiv in der Praxis um? Also ich gehe da offensichtlich in Resonanz mit anderen Kollegen, als ihr die Erfahrung habt. Ich kenne dein Buch schon, deshalb sind die schon in Resonanz. So. Wie auch immer. Irgendwo muss man ja anfangen. Und ich finde, die Welt ist so gestrickt, dass es gut ist, positiv drauf zu gucken. Und jeder Kollege, jetzt bin ich demnächst in Baden-Baden oder seit einigen Jahren auf dem größten europäischen Naturheilkunde-Kongress, es hat auch Jahre gedauert, da stehe ich natürlich als wahrscheinlich einzige Rednerin, die kein Institut, keine Firma, kein verpartnertes Unternehmen und keine Praxis und nichts. Also ich stehe da einfach nur als ich, als Mensch, mit meinen Erkenntnissen, mit meinen Zukunftsvisionen, mit meiner Liebe zu den Bakterien. Und die Resonanz ist bombastisch. Ja, und da kann man ja anfangen und sich hinstellen und den Menschen eine positive Botschaft geben, weil wir hatten das ja schon mal, dass wir gesehen haben, dass der Wandlungsimpuls, was ermutigt mich wirklich zu verändern, das ermutigt mich doch dann, wenn ich spüre, dass ich eine Liebe erfahre in dem Kontext, in dem die Veränderung stattfinden müsste. Und auch die schwierigsten Veränderungen funktionieren nicht, wenn ich da in einer Umgebung bin, die mich abgrenzt oder die mir das nicht zutraut oder die mich da sogar wegen befeindet oder irgendwie sowas. Das heißt, es ist doch wichtig, dass wir den Kollegen Mut machen, den Weg in die Änderung zu gehen und ihn auch zusprechen, dass sie sich ändern können. Es ist einfach ein anderer Nährboden. Das möchte ich jetzt nur daneben setzen, weil ich weiß, dass wir diese Zukunftsvision brauchen. Wir brauchen eine wechselseitige Akzeptanz von dem, was ist und wie wir gerade sind, um von dieser Wertschätzung Wertschätzung für die momentane Situation ausgehend überhaupt die Kraft für die Veränderungen haben zu können. Denn ein Patient, der krank ist, hat nicht die Kraft, sich bei der Krankenkasse zu zanken. Das ist einfach ein Missverständnis. Man muss aber auch die Voraussetzung von der Ernährung her schaffen. Schau mal, es gibt diese großen aeroponischen und hydroponischen Systeme. Ich bin da ziemlich zu Hause, weil ich bin da mit Projekten involviert. Was machen die da? Also ein Bruder von Elon Musk hat 250 Millionen Dollar für so eine Kiste hingestellt in Rotterdam. Die Farmer werden jetzt momentan beseitigt. Also gegen die wird Krieg geführt, gegen die Farmen in Holland. Und Holland ist das zweitgrößte Exportland von Nahrungsmitteln. Jetzt kommen diese Großfabrikhallen
Und dann züchten die Pflanzen, die schnell wachsen, unter künstlichem Licht. Die sehen gar keinen Boden. Und was passiert dann? Wir reden dann mit den Pflanzen, was da drin sein soll. Es ist ja, sagt überall, Vitamine, Mineralien müssen rein. Da reden wir über Großen und Ganzen, über 43 Moleküle. Wenn eine Pflanze in der Natur aufwächst, reden wir über ca. 50.000 verschiedene Moleküle mit Kofaktoren für alles. Mikroben hat. Ja, klar. Über den natürlichen Boden und nicht schon glyphosatverseuchten Mist, wo das Mikrobiom kaputt ist, wo nur noch genmanipulierter Mist wächst. Und da muss man aber auch auf der Ebene ansetzen, weil die Bakterien freuen sich über sowas, viele Ballaststoffe und so weiter, aber das kriegen die heute gar nicht mehr. Da ist auch eine Giftausleitung gar nicht mehr wirklich möglich. Also auf der Ernährung spielt da auch schon eine wichtige Rolle und ich glaube, Protest ist angesagt, weil wir sind so falsch abgebogen und da hilft mir nichts, wenn ich sage. Es ist lange her, dass wir falsch abgebogen sind, weil ich erinnere mich da in den Ende der 80er und Anfang der 90er Jahren, als dann der Codex Alimentarius da nochmal zur Sprache kam und wir dann Petitionen unterschrieben haben und versucht haben zu erklären, hey, mach keine Monokulturen, mach so einen Quatsch nicht und besprüh nicht alles und du wirst nicht den Welthunger ausrotten, indem du das alles künstlich machst. Dann hieß es ja wunderbar, schreibt noch die Petition, so viel ihr wollt. Ja, aber da ist es eine World Trade Organization, ist behind that. Ja, da ist es zu viel Macht, es ist zu viel Geld, es sind zu viele Firmen, es sind zu viele Interessen, die da sind, die rein ökonomisch sind und kommst da mit 1000 Petitionen nicht. Also was wir da damals zu der Zeit noch als Gruppen da organisiert haben und wie du sagst, mit allen Vernünften zählen und auch wissenschaftlich belegten Dingen da angegangen sind und hier kommt, hier geht's raus. Und wir haben jetzt mal den Fall, dass alle Länder diesen Vertrag unterschrieben haben, weil da geht es ja um Trade, es geht ja darum, dass ich, also wenn es nicht geschützt ist, sprich nicht besprüht und nicht genetisch manipuliert ist, geht nicht über die Grenze, kann es ja nicht verkauft werden. Und die Leute denken nicht dran, es wird verkauft auch als Vorteil, kernlose Tomaten. Ja, kernlose Mandarinen, kernlose Melonen. Ja, also es ist nicht nur, dass man sagen kann, ja, wo ist der Kern? Ich muss ihn rausspucken. Das ist ja so nach dem Motto, wir machen das für dich, damit du genießen kannst, deine Traube zu essen, ohne das Ding rauszuspucken. Aber es ist die Frage, wo findest du dann die Kerne, wenn du selbst irgendwas anpflanzen willst? Wo ist der Samen? Wo befindet sich das? Mhm. Befindet sich in den Säcken der Unternehmen, die wir später verkaufen? Die Folgegeschäfte. Ja, und genau. Das ist, also, Da geht es weiter. Wir sprechen über einzelne Patienten oder Menschen, die sich eine Wahl suchen. Und du sagst ja auch, es muss von innen kommen. Ja, und das ist auch, wie soll ein Mensch sagen, okay, ich entscheide mich jetzt mal für Yoga, weil ich Atembeschwerden habe, wenn dann alle 100 Meter in der Apotheke steht, wunderbare Asthma-Spray, was dir die ganze Probleme innerhalb von ein paar Minuten weglöst. Also das sind verschiedene Elemente, die hier eine Rolle spielen. Aber wir sitzen ja jetzt hier in einem Kolloquium und werden beäugt von vielen Menschen. Und wenn jeder von denen, der uns jetzt zugehört hat, schon anfängt, was zu ändern, wir sind ja beim Thema Bakterien eigentlich, dann fängt es ja schon an. Und wenn derjenige, der dann für sich beschlossen hat, ja, es ist eine gute Idee, Bakterien zu lieben, den Link noch jemand anders weitergibt, dann haben wir ein Schneeballsystem. Das heißt, wir haben ja die Möglichkeit, und ich glaube ganz fest daran. Also wir gehen viral. Wir gehen viral. Ich glaube einfach fest daran, dass die Liebe als Kernkraft im Herzen die Welt verändern kann. Und wenn jeder, der jetzt gerade bei uns hier zuhört, diese Kernkraft im Herzen, die Liebeskraft aktiviert, dann sind das schon viele. Also das wäre so mein Konzept. Wirklich zu sagen, jeder kann bei sich anfangen, Bakterien zu lieben im Blumentopf oder sonst irgendwie. Und diese Liebe, man kann ja auch erstmal einen Hund lieben und den mit Bakterien versorgen, dann wählen sie das vielleicht leichter. Und das in die Welt raustragen, weil wir wollen ja zukunftsorientiert sein. Ganz genau, ja. Ich danke dir für dieses wundervolle Schlusswort. Ich denke, das eint uns aber auch alle, wie wir hier sitzen. Also einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir liebevoll und achtsam mit uns selbst umgehen. Und natürlich hast du recht, dass es relevant ist, oder habt ihr recht auch, dass es relevant ist, dass man gewisse Dinge einfordert. Aber in erster Linie, glaube ich, sollten wir erstmal Verantwortung für uns selbst übernehmen und sollten uns ordentlich informieren. Und dazu tragen wir hier unter anderem mit diesem Gespräch auch bei. Und
Krieg hat noch nie zu Frieden geführt, aus meiner Sicht. Und deswegen danke ich dir auch vor allen Dingen nochmal für diese... Ja, gerne. Das war fantastisch. Ja, ich habe es genossen, wirklich. Also, gerne. Aber viel gelernt. Ja, genau. Viel gelernt. Die Mikroben danken für die Aufmerksamkeit. Unser aller Mikroben. Die tanzen gerade alle miteinander. Genau. Und wir hoffen in dem Sinne auch, dieses Bewusstsein nach außen tragen zu können und dass uns jetzt viele sehen und auch in Zukunft viele sehen und die Botschaft verstanden haben, mit Liebe sich selbst zu begegnen. Ich sage immer, behandle andere, und das gilt auch für Bakterien, für Viren und für alles andere, mit dem wir sonst noch zu tun haben, für unsere Mitmenschen. Behandle so andere so, wie auch du behandelt werden möchtest, und zwar zuerst. Und also aus meiner Sicht kann es nur so gehen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch sehr herzlich für eure kompetenten und für eure überzeugenden Aussagen und neue Inspirationen zu dem Thema Viren und Bakterien. Unsere Zeit ist leider schon wieder abgelaufen. Aber wir finden sicherlich einmal wieder zusammen in dieser Runde und sprechen über weitere spannende Themen. Und Ihnen zu Hause sage ich auch vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn Sie weitere Interviews mit unseren Experten hier sehen möchten und auch zukünftigen oder zusätzlichen weiteren Experten, dann schauen Sie doch mal vorbei auf unserem unabhängigen und freien Portal www.viktisana.ch. Und in diesem Sinne, bleiben Sie gesund und achten Sie gut auf sich und vor allen Dingen auf Ihre Bakterien und Viren. Alles Gute. Auf Wiedersehen.